Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal möchte ich euch mal meine Haustier-Sammlung zeigen. Also, wenn ihr mich auch mal auf YouTube seht, ich habe jedes Haustier gerne, könnt es gerne zu mir geben. Also, das sind die hier, die ich jetzt, das habe ich in der Lotterie einmal gewonnen, aber es ist von dem Heiligen Nick, glaube ich, oder wie der heißt. Also, das ist auf jeden Fall eins. Ich würde das mal zumachen. Das, finde ich, sieht von diesen Tropfen, sieht es am besten aus. Also ich denke, 10 Runen ist auf jeden Fall für dieses kleine Ding hier, ist es wert. Ah, tut mir leid, das wollte ich nicht. Jetzt gehen wir mal ein wenig hier hinten. Das ist ein wenig frei. Und ja, ihr wisst ja vielleicht auch, Haustiere laufen euch immer nach. Das sind kleine Sumpftropfen. Das ist jetzt so ein grüner, finde ich ihn noch speziell, aber sieht ein wenig aus wie Diamant. Dann das Rote. Ja, das Rot gefällt mir jetzt nicht so wahnsinnig, aber trotzdem muss man haben, also ich auf jeden Fall. Dann das kleine, extrem giftige Tropfen. Die sehen auch noch nicht schlecht aus, aber eben, mein Favorit bleibt der blaue. Die machen dann auch alles so, in welche Bewegungen. Oh, scheiß Chat. Tut mir leid wegen dem Chat. Jetzt vielleicht sehen wir auch mal, was sie für Bewegungen machen. Ich halte das jetzt nicht zu lange. Dann Geisterbärjungen, das ist ein episches Tier. Dann Sumpffischerküken, das ist ein Fisch. Glaube ich, oder so. Sieht auch noch witzig aus. Dann junger Schneewolf. So. Sieht auch noch süß aus. Dann Panda-Junge. Das ist einfach der Bärkopf. In ja, Panda-Form sozusagen. Dann dieses kleine Mondschleier-Echse. Ja, ich find's ein cooles Haustier. Dann Mr. Bones. Ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht wert gewesen, diese 25 Runen. Wenn es vielleicht noch witzig aussieht, aber ja, ist nicht mein Stil. Dann Kohlefrischling habe ich auch gedroppt. Sieht auch süß aus, finde ich. Ah, tut mir leid für die Lags. Und das letzte, das habe ich gekauft, ist ein wenig überteuert. Habe ich noch nie gebraucht. Das ist ein junger Lobo. Sieht eigentlich fast genau gleich wie ein Wolf aus, aber hat, glaube ich, rote Augen. Jo, ich zeige euch gerade mal, wie ihr Haustiere auf Auktion finden könnt. Ich empfehle es euch aber nicht, auf Auktion zu kaufen, da sie recht teuer sind. Was ihr vielleicht mal kaufen könnt, ist vielleicht ein Kohlefisch, Frischling oder so. Bis ihr auf verbrauchbar geht, dann Haustier. Da könnt ihr gegenwärtiger Preis, wisst ihr gerade. Dann könnt ihr zum Beispiel ein junger Wolf oder Kohlefrischling. Kleine Mondscheinechse, das ist ziemlich billig jetzt. Die würde ich jetzt kaufen, wenn ich könnte. Naja, dann junger Lobo habe ich ja eben auch für 10 Gold bekommen. Dann hier Glucke, das ist, da kann man auch aussuchen, welches Level-Design, so ein episch. Die sind recht teuer, aber eben meiner Meinung nach lohnt sich jetzt so etwas eher nicht. Also bietet auch keiner 7-8, dass da niemand bietet, in die 1000 Gold. Also, ja. Aber eben, wenn man so eins haben will, soll doch lieber irgendwie einfach mal alle eingeben, ein Haustier und dann irgendwie junger Wolf oder kleine Mondschleierechse. Das finde ich jetzt irgendwie cool, dass die so billig ist, biete ich jetzt mal.
So, dann, das war es eigentlich schon von mir. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Video wieder dabei seid und bis zum nächsten Mal.